einer das Klammeräffchen an. Boah, bist du stark. Willst du weiter rauf? Nein. Noch weiter? Ja. Mach rot, wenn du unbedingt willst. Hast du ihn nicht erreicht? Was ist mit Tony? Schon wieder? Ja, ich versuch's. Ich ruf dich zurück. Hey, Maisie. Komm mal her, May. Das war ein Anruf von der Arbeit. Und jemand ist krank geworden, also muss ich wahrscheinlich später hin und arbeiten gehen. Ich kann doch wieder mit dir kommen. Nein. Nein, das geht nicht. Das ist keine gute Idee. Nicht an den Nägeln kauen. Du hast Leim gegessen. Stimmt. Na schön, Schlaumann, lass uns gehen. Ich bin kein Mann, ich bin ein Mädchen. Ja, los geht's, Schlaumädchen. Hey, Maisie. Komm mal her, May. Das war ein Anruf von der Arbeit. Und jemand ist krank geworden, also muss ich wahrscheinlich später hin und arbeiten gehen. Ich kann doch wieder mit dir kommen. Nein. Nein, das geht nicht. Das ist keine gute Idee. Nicht an den Nägeln kauen. Du hast Leim gegessen. Stimmt. Na schön, Schlaumann, lass uns gehen. Ich bin kein Mann, ich bin ein Mädchen. Ja, los geht's, Schlaumädchen. Mach die Tür auf! Ich hab dir gesagt, was passiert, wenn du gehst. Den da. Dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen in 15 Minuten am Gericht sein. Du kannst auf jeden Fall erzählen, wie er dich rumgeschleudert hat. Hat er das? Warum hast du dann nicht das alleinige Sorgerecht? Weil es eine Richterin war und kein Mann. Wenn du das einreden willst, gut. Nimm sie mir nicht weg. Ich nehme sie dir nicht weg. Sie haben sie mir gegeben. Warum gehen wir zwei nicht einen schönen doppelten Espresso trinken? Hm? Mit Mami? Nein, nein, diesmal nur wir beide. Margo ist da. Du meinst unsere Margo? Die Margo von zu Hause? Die Margo? Maisie möchte der Klasse gern etwas Wichtiges sagen. Das ist mein neuer Stiefvater. Hi. Mein Vater hat mein Kindermädchen geheiratet, also wollte das Gericht, dass Mami auch heiratet. Sie sind der neue Ehemann. Ja. Viel Glück. Wo ist Margo? Naja, vielleicht macht sie einen langen Spaziergang. Ich kenne jemanden, der hier arbeitet, also kann ich vielleicht einen Tisch organisieren. Weißt du, du bekommst keinen Bonus dafür, wenn sie sich in dich verliebt. Also, was macht ihr beiden mit meiner Tochter? Wir kümmern uns, während du auf Tour bist. Du hast sie nicht verdient. Naja, es ist ein bisschen hart jetzt, wo ihre Mutter weg ist. Du magst ihn wirklich, oder? Ich hab ihn lieb.
wer deine Mutter ist, oder? Du.